What the heck, Mann? Was ist hier los? Nein, nicht wegwerfen! Nein! Hallo Genossinnen und Genossen, willkommen zur 42. Folge in meiner Prison Architect Series. Yo, 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 ich bin's wieder, euer Big Mongoseller. Und wie ihr seht, es hat funktioniert. Das Fundament ist fertig. Ich habe jetzt ganz easy einfach nochmal dieses Fundament genommen und da drüber gelegt und dann wurde es fertiggestellt. Jetzt haben wir aber ein anderes Problem, deswegen ist das Spiel auch gerade pausiert. Nämlich, liebe Leute, die Strom, unser Generator, der reicht nicht mehr aus. Das genügt nicht mehr. Ich kann es mal anmachen hier, zack, seht ihr, alles dunkel. Wenn ich ihn anschalte, kommt ganz kurz Strom und schwuppdiwupp. Ist er wieder weg. Genau. Das wollte ich euch zeigen. Das heißt, wir müssen einen neuen Generator bauen, weil der hier genügt nicht mehr. Ich habe hier jetzt auch schon ganz viele Kondensatoren gebaut, die eigentlich gar nichts bringen. Das war nur so Panic-Mode-mäßig. Die werden wir auch wieder demontieren hier, weil die bringen nur was, wenn sie am Generator stehen. So, da machen wir demontieren, demontieren, demontieren und nochmal demontieren und dann bauen wir irgendwo einen Generator hin. Ich habe jetzt schon probiert, den Generator direkt darunter zu setzen, was leider nicht funktioniert. Deswegen müssen wir irgendwo einen kleinen Raum finden, wo wir nochmal einen neuen Generator hinsetzen. Ich weiß auch nicht, wie es mit dem Pumpwerk aussieht. Ich will es gar nicht wissen. Vielleicht brauchen wir dann einen neuen Versorgungsraum. Irgendwo. Ich denke sogar, ich werde den hier hinklatschen. Ich weiß es gerade nicht, Leute. Ist ein bisschen kompliziert, weil wir haben hier echt einen Platzmangel. Ja? Wenn ich jetzt mal hier auf Versorgung gehe. Ups, meine Maus, die ist ein bisschen spastig gerade. Generator. Ich kann ihn nur hier unten hinsetzen, aber hier oben nicht. Anscheinend dürfen die sich nicht berühren oder so. Oder dürfen nicht in der Nähe sein oder so. Ich weiß nicht, warum ich den nicht hier hinsetzen kann. Es geht einfach nicht. Das ist blöd. Ins Besucherzimmer will ich jetzt keinen Generator reinstellen. Deswegen, ich glaube, das Bestmögliche wäre, hier diesen Zaun abzureißen. Warte mal, da gehen wir mal hier hin. Abreißen. Machen wir den einfach mal hier weg. Oder ist es eine Tür dran, ne? Lassen wir den bis hierhin stehen, so. Und dann machen wir ein Fundament. Das machen wir jetzt mal genauso, wie wir das oben gemacht haben. So, benötigt Eingang, das ist mir klar. Johnny Boy. So, den machen wir mal. Na komm. Bis hierhin reißen wir sie ab, also machen wir bis hierhin den Raum. Dann braucht dieser Raum natürlich noch einen Eingang. Es muss jetzt alles ganz schnell gehen. Es kann echt sein, dass unser Gefängnis sich in wenigen Minuten in Luft auflöst, weil einfach kein Strom mehr da ist. Kein Strom heißt, alle Türen sind offen oder beziehungsweise gesperrt. Das wiederum heißt, dass die Gefahrenstufe sehr schnell nach oben steigen kann. Und das wiederum heißt, dass unser Gefängnis ganz, ganz schnell den Bach runtergehen kann. Ich hoffe, es wird nicht passieren. Wir setzen hier jetzt einen Generator hin. Dann ganz viele Kondensatoren. Einmal ringsherum. So, und den kürzesten Weg, um den Generator hier ins Stromnetz einzuspeisen, wäre dieser hier. Den nehmen wir auch. Warum du nichts verbinden? Ich hoffe, das ist schon so verbunden. Ja, es sollte schon verbunden sein. So, und jetzt machen wir mal auf Play. Also lassen die Zeit wieder Zeit sein. Und hoffen mal, dass unsere Bob der Baumeister, Leute, ganz, ganz schnell hier dieses Teil fertigstellen. Ich muss jetzt öfters mal auf Anschalten drücken, dass die überhaupt hier irgendwo rauskommen und reinkommen. Das muss ich leider machen. Ich hoffe, der geht nicht so kaputt oder so. Das wäre es natürlich, ne? Muss ich jetzt aber mal öfters machen hier. Weil hier diese ganzen Lampen hier, die sind zu viel gewesen für den Generator. Das hätte ich natürlich auch vorab schon sehen können. Habe ich aber nicht. Deswegen müssen wir uns jetzt leider mit diesem nervigen Geräusch anfreunden. Komm mal hin. Das Gefängnis ist echt, also ich wollte eigentlich nicht so ein Chaos-Gefängnis, aber es ist echt, es wird immer chaotischer. Und ich glaube, es wird richtig böse chaotisch, sobald dann auch die Gefangene mit hohem Risiko hier reinkommen. Bleib an, mein Freund, du schaffst es. Gleich kriegst du Unterstützung. So, wie sieht's denn hier aus? Komm schon. Baut das Ding fertig, bitte. Schon, komm schon, komm schon. Nur das Fundament, dann die Tür rein. Die Tür ist schon drin, jawohl. Jetzt hat der Generator steht schon. Sieht sehr gut aus. Es muss nur noch dieses Kabel hier verbunden werden. Kommt nur noch dieses Stück Kabel hier.
Komm schon, komm schon, komm schon. Och, Baby, bitte. Verleg das Kabel jetzt. Das ist so wichtig, Mann. Oh, wo sind denn die Bauarbeiter? Was macht ihr denn hier unten, Jungs? Ihr sollt das Kabel verlegen. Die machen nichts mehr. Warum denn? Oh, jetzt, Leute, wenn einem so ein bisschen der Zeitdruck im Nacken hängt, da kann man schon ganz schnell kirr werden. So, jetzt habe ich hier den Strom überhaupt richtig verbunden, ey. Was ist denn hier los, Mann? Anschalten. Jawohl. Okay. Okay. Nein. Hä? Anschalten? Okay. Ne? Warum? Warum? Was zur Hölle? Aber... Hä? Muss ich jetzt noch einen Generator hinbauen oder was? Was ist denn hier los jetzt? Oh Leute, da werde ich ein bisschen panisch, wie ihr merkt. Warte mal. Wenn ich den hier anschalte und den hier anschalte, muss es doch funktionieren. Warum gehen die alles wieder aus? Was sagt ihr mir denn? Wenn ich die Maus drüber hover. Gar nichts natürlich. War super. Hä? Ey, Leute. Warte mal. Versorgung. Was zeigen diese komischen Kabel mir jetzt so grüne Sachen an hier? Was sind das jetzt? Das habe ich ja noch nie gesehen. Oder noch nie wahrgenommen. Sagen wir es mal so. Zumindest ist dieser Generator jetzt verbunden. Warte, oder muss ich... Ja, vielleicht sollte ich die Kabel genauso da einmal ringsrum ziehen. Aber er kann sie da nicht bauen, weil diese scheiß Kondensatoren da stehen und der Bauarbeiter da nicht rankommt. Oh je. Oh je. Oh je. Das sieht immer so aus, als würde es funktionieren. Dabei funktioniert es nicht. Anschalten. Und du auch. Anschalten, mein Freund. Na, der hier, der bringt irgendwie noch nichts. Ich weiß nicht, ey. Was ist hier los, Leute? Was ist hier los? Ey, die Gefahrenstufe steigt, ne? Es wird immer gefährlicher. Wisst ihr was? Wir tun den hier nochmal ganz kurz demontieren. So, jetzt mal auf fünffache Geschwindigkeit. Aber gib Gas, ey. Gib Gas. Tu das Ding demontieren. Aber hopp, 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 hopp. So, Baby. So, und wenn du das gemacht hast, dann tun wir hier ganz schnell die ganzen Kabel einmal ringsrum ziehen und dann setzen wir den Generator gerade mitten rein. So, mach Eier, komm, mach Eier, mach Eier, mach Eier, schneller, Junge! Es geht um Leben und Tod. So. Ey. Ey. Versorgung, Kabel. Hat der hier schon überall Kabel? Irgendwie hat das stellenweise gemacht und stellenweise nicht. Was ist hier los? Nein, bitte, bitte, bitte. Oh, mach doch jetzt die Kacke. So, wir setzen den Generator jetzt einfach nochmal hier rein. Netzschalter. Schalte die Stromzufuhr von verbundenen Kabeln zu oder weg. Aha. Brauchen wir den? Brauchen wir den? Ne, eigentlich nicht, oder? Habe ich hier unten einen Netzschalter? Ne, brauchen wir nicht. Wofür auch? Das wäre es ja jetzt, wenn der Netzschalter das Problems Lösung wäre. So, das schalten wir nochmal an. Nur mal, dass hier die Leute nicht hier überall Stau machen hier. Oh je, Leute. Oh je, Leute. Was ist hier los? Warum, warum? Ich kapier's nicht. Ich habe dieses Fundament hier oben fertiggestellt. Und von da an begleitet mich das Problem, dass wir keinen Strom haben. Wegen diesem... Ja, okay, sind schon ein paar Lampen. Aber trotzdem. Das muss doch gehen. Anschalten. Und das Komische ist, wenn ich den hier anschalte, dann geht's auf einmal auch. Das ist ganz komisch. Ganz komisch, Leute. Wie sieht's denn hier aus hier? Warte mal, wir machen erstmal wieder auf einfache Geschwindigkeit. Versorgung, ganz ruhig. Ich bin die Ruhe selbst. Es funktioniert alles wunderbar. So. Das sollte sogar von der... Warte mal, hier 5, hier 5. Ja, perfekt. So, 5. Ja, perfekt. Da passt genau noch ein Teil rein. So, das machen wir jetzt so. So. So, das sollen wir jetzt erstmal bauen. Dann machen wir mal ein bisschen Vorspulimuli. So, dann Kondensator. Erhöht die Menge an Energie, die ein Generator produziert, wenn man diesen an den Generator daneben platziert. So, wunderbar. Das machen wir hier direkt. Bam, 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 bam. Bam, ba, bam, ba, bam, ba, bam. Ba, bam, bam. Bam, ba, bam. So, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen Platz lassen, dass die Leute noch reinkommen. Ich hoffe, die Mann ist jetzt hopp die hopp hier. Aber ganz schnell, Leute. Ganz schnell, bitte.
Es geht echt um Leben und Tod. Ihr seht, die Gefahrenstufe steigt. Sie steigt. Sie steigt. So, jetzt baut doch mal bitte schneller. Also, wenn ich euch eins bitte, aber dann bitte. Baut einfach schneller. Was ist jetzt hier? Hier kam so ein komisches Geräusch, wie als hätten wir Strom, aber wir haben keinen Strom. Das kann doch hinten und vorne nicht stimmen. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier... Wenn wir hier ranzoomen, sehen wir hier irgendwas. Wir kriegen ja auch keine Informationen hier, woran es hängt oder so. Auf jeden Fall zeigt der Generator mir ERS aus. So, und wenn ich ihn anmache, dann macht er hier... Und das gleiche macht der hier wahrscheinlich auch, ne? Anschalten... Oh je, oh je. Wir bauen jetzt einfach noch einen Generator. Komm, was wolle. Aber ich will erstmal, dass die Jungs hier diese Scheiße fertig bauen. Oh Mann, 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 Mann. Mach doch mal einmal Eier. Schneller. So, da noch. Wunderbar. Wunderbar. So, Versorgung. Warte mal, das Ganze ist dann ja verbunden mit diesem oberen Stromnetzwerk und sollte eigentlich passen. Dann können wir den Generator holen. Ich hole ihn jetzt einfach. Scheißegal. So, jetzt baut, Leute. Baut. Wo sind die Bauarbeiter? Wenn hier einer von euch rumsteht, ey, ich feuer euch direkt. Ich mache euch Hackfleisch. Komm schon. Setzt das Kackteil da jetzt rein. Och, Leute, bitte. Mann, schneller. Was macht denn hier ein Gefangener im Lager, Mann? Hier ist total Chaos. Hier ist total Chaos, Mann. Hier ist total Chaos. Oh mein Gott, Leute. Ah, die Gefahrenstufe sinkt wieder. Warum auch immer. Ich kann es nicht voll verstehen, aber... So. Super. Generator ist am Netz. So, jetzt schalten wir den hier an. Schalten den hier an. Und schalten den hier an. Und das alles gleichzeitig im Pausenmodus. What the heck, Mann? Was ist hier los? Nein, nicht wegwerfen! Nein! Anschalten sollst du dich, du... Nein! Nein! Nicht wegwerfen! Oh nein! Oh! Haben wir? Ha, nein! Ich dachte, wir haben gerade Strom. Och Mann, oh, was ist denn hier los, Mann? Ey. Ich kann es nicht nachvollziehen, Leute. Ich kann es echt hinten und vorne nicht verstehen. Oh, Leute, ich schwitze. Ihr seht es nicht, aber ich schwitze, Mann. Und draußen ist minus 5 Grad, ne? Oh, Mann. Versorgung. Ich verstehe es nicht. Bau den da wieder hin, bitte. Ich glaube, er bringt nichts, aber ist mir egal. Mach einfach, mach. Warum? Warum geht das nicht? Oh, ich verstehe es nicht. Die Pumpe hat keinen Strom, das ist mir klar. Und der Generator produziert keinen Strom. Warum? Warum? Warum geht der aus, wenn der angeht? Ich verstehe es hinten und vorne nicht. Generiert Elektrizität. Elektrizität für dein Gefängnis. Hm. Ah, okay. Hätte ich nicht gedacht, mein Freund. Mr. Bob, der Baumeister. Das Bau bitte schneller. Es geht um Leben und Tod. Ich glaube, unser Gefängnis ist dem Abgrund geweiht. Ich habe diese ganze Planung hier umsonst gemacht. Also, jetzt mal echt, Leute. Wo ist das abgefuckte Problem? Warum werden mir diese Sachen hier so komisch angezeigt und ich verstehe es nicht. Hinten und vorne nicht. Warum gibt es hier noch Licht? Okay, das ist ja Straßenbeleuchtung, aber... Ich verstehe es einfach nicht. Sind hier die Stromleitungen überlastet oder was? Muss ich hier noch ein paar mehr Leitungen legen? Ich bin am Verzweifeln. Ihr seht es gerade, Leute. Komm, wir nehmen nochmal hier eine Leitung. Einfach so. Weil ich es kann und weil ich voll Bock drauf habe. Das kann nur hin und vorne nicht stimmen. Irgendwas stimmt hier gewaltig nicht. Anschalten. So, Licht ist da. So. Versorgung. So, wir schalten nicht nochmal an. Der Strom fließt. Strom ist überall da. Und dann geht er wieder aus. Aber warum? Kann mir das bitte einer erklären? Oh Mann. Wenn ich den anschalte und den anschalte, ihr seht es an diesem grünen Blitz. Die geben sich gegenseitig einen Kurzschluss oder so. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht brauchen wir ja doch diesen Netzschalter. Wo ist er denn? Hier, Netzschalter.
So, machen wir hier, komm, machen wir hier hin. Netzschalter, gib Gas, Junge, gib Gas. Ja, auf 5-facher Geschwindigkeit kann er mehr Gas geben. Installiert Power Switch. Aufgabe in Bearbeitung. Sehr schön, mein Freund. Sehr schön. Wir schalten den nochmal ein, sonst hauen sich da die Köche gleich gegenseitig aus dem Maul. Ach, wie schön. Ach, das ist so toll. Juhu. Nee. Ich werde, glaube ich, heute Nacht werde ich von diesem Geräusch träumen und es wird ein Albtraum werden. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Was ist denn jetzt hier mit dem Netzschalter? Ist er jetzt drinne hier? So, wegwerfen, anschalten, anschalten. Anschalten. Automatisches Speichern, oh mein Gott. Verbinden, mit wem soll ich ihn denn? Im Generator vielleicht? Ach so, das ist ein Netzschalter, den ich da unten verbinden kann. Da brauche ich aber gar nicht. Wofür denn? Brauchen wir noch mehr Generatoren? Was ist hier los? Anschalten. So, dann flimmert der immer kurz. Dann ist er voll drauf und dann hört er wieder auf. Was ist hier los? Ich kann es mir nicht erklären. Ist es ein Bug? Bin ich der Bug oder... Ja, Leute, der Folgenwecker hat auch wieder geklingelt. Also, ich werde mir das Ganze hier... Ich werde es einfach... Also, ich habe eigentlich echt gar keine Lust, dieses Gefängnis aufzugeben, ja. Aber letzten Endes haben sich hier Stück für Stück immer mehr Probleme breit gemacht in diesem Spiel, weil dieses Savegame so uralt ist. Es ist so uralt. Ich habe es immer wieder mitgenommen aus den frühesten Alphas, immer wieder geladen und mit neuen Sachen drinne und wahrscheinlich kommt das Savegame damit nicht klar. Es kann gut sein, dass das hier ein Fehler des Savegames ist und aufgrund dessen, weil ich dieses Savegame aus einer frühen Alpha mit in diese neue Alpha nehme. Wahrscheinlich kann es daran liegen. Es kann aber auch sein, dass ich einfach nur dumm bin und es deswegen nicht funktioniert. Das kann auch ein Grund sein. Ich komme aber nicht dahinter. Ich komme ums Verrecken nicht dahinter, um diese verfickte Logik. Piep. So, das habt ihr jetzt nicht gehört, ne? Ich kann es nicht begreifen, ehrlich nicht. Keine Ahnung. Wisst ihr was? Ich baue hier noch einen Generator hin, nur weil ich es kann. So, Fundament. 5x5 war der Generator mit seinen Kondensatoren. Wir bauen jetzt einfach mal, komm, wir machen jetzt mal einen riesen Generatorraum. So, den machen wir hier hin. Hier so. Ja, wunderbar, da stellen wir jetzt noch eine Tür rein. Und, so, machen wir eine Tür. Aber wisst ihr was, Leute, das alles seht ihr in der nächsten Folge. Mein Verzweiflungsakt. Ob wir dann letzten Endes ein neues Gefängnis aufbauen oder bei diesem hier bleiben, wird sich alles in der nächsten Folge herausstellen. Also Leute, haut rein, lasst Kommentare da, bewertet positiv oder negativ, je nachdem wie ihr diese Verzweiflungstat von mir gefunden habt. Und das war's dann von mir, Big Mongo Styler, für euch. Also haut rein, bye bye, tschüss.